Hi, ihr lieben Fräuleinchens, zu einem neuen Foodhaul von mir. Ich war gerade wieder bei Lidl und habe unseren Wocheneinkauf gemacht. Diese Woche habe ich auch an die 100 Euro ausgegeben, also es hat sich mächtig gelohnt. Ja, und ich zeige euch in diesem Video wieder, was ich alles eingekauft habe und wünsche euch viel Spaß beim Ansehen. Selbstverständlich startet auch dieser Foodhaul natürlich mit unserem Wochenplan, damit ihr auch wisst, was ich denn mit diesen Produkten vorhabe. Und los geht es mit heute. Eigentlich hätte ich heute was vorgehabt und deshalb sollte es was Schnelles zu essen geben. Leider die Person, mit der ich was vorgehabt hätte, kurzfristig abgesagt. Naja, jetzt gibt es das trotzdem bei uns zu essen und zwar Sandwiches. Dann haben wir diese Woche einmal Frikadellen mit Kartoffelpüree und Rotkraut. Dann gibt es einmal Geschnetzeltes mit Kartoffeldreiecke. Sollte es eigentlich geben, habe ich nicht bekommen. Hab dafür was anderes geholt, ich zeige es euch gleich. Da gibt es ein Nasi Goreng. Wir haben Kartoffel-Möhren-Eintopf von letzter Woche noch. Dann einmal Macaroni mit Tomaten-Mozzarella-Soße und Salat. Und am Sonntag habe ich wieder Doppeldienst. Da gibt es was Schnelles, nämlich Tiefkühlpizza. Die habe ich allerdings noch nicht gekauft. Die wollte Christian selbst auch suchen gehen. Genau, so, da würde ich sagen, wie immer geht's los mit den Kühlprodukten. Diese Woche war was im Angebot bei Lidl und ich konnte einfach nicht dran vorbeigehen, weil ihr wisst, dass wir die echt gerne essen. Und zwar Intermezzos. Da habe ich, Moment... Zweimal habe ich mitgenommen Salami Calabrese und einmal habe ich mit Schinken und Sauerrahm. Genau, also drei Intermezzos. Dann habe ich euch ja gesagt, es sollte die Kartoffeldreiecke geben. Ich weiß nicht, ob ihr die überhaupt kennt. Ich glaube, der Netto hat die immer. Das sind also Dreiecke, die so ähnlich sind wie Kartoffelpuffer, nur wesentlich dicker. Die hatte sich der Janis gewünscht, aber ich konnte sie jetzt halt leider nicht finden beim Lidl. Und deshalb habe ich die hier mitgenommen, weil ich weiß, dass der Janis auch auf so Zeug abfährt. Und zwar sind es Steakhouse Fries. Genau, mit extra crunchy steht da jetzt drauf. Jawohl, so schauen die aus. Also ich kannte die jetzt noch nicht. Die werden wir auf jeden Fall testen. Dann habe ich diese Woche anstatt Butterkäse Edamer-Käse geholt. Und warum? Weil es in der App nämlich 20% auf Edamer-Scheiben gab. Und dann habe ich halt das mitgenommen. So, ebenfalls im Angebot. Also ihr werdet heute wieder sehr viele Angebote sehen, weil ich irgendwie, ich habe überhaupt nicht viel gebraucht diese Woche. Ich konnte aber an vielem nicht vorbeigehen. Naja, unter anderem habe ich den Joghurt mit der Ecke gekauft. Ihr wisst ja, gerade die kleinste ist den unfassbar gern bei uns. Joghurt mit der Ecke, ganz normal mit den Schokoballs. Oder wie wir in Palz immer so schön sagen, De Pelche-Joghurt. Genau. So, dann leider nicht im Angebot. Philadelphia habe ich jetzt noch einmal mitgenommen. Und einmal den Kräuterfrischkäse im Becher, diesen da. Ich finde, der kommt ziemlich nah ans Original. Nicht ganz, aber schon ziemlich nah. Und ja, habe dann einmal den gekauft. Was darf bei jedem Lidl Foodhaul natürlich nicht fehlen von mir? Ganz klar, Latte Macchiato to go. Und auch hier habe ich diese Woche wieder zwei Stück mitgenommen. Dann für die Lunchboxen oder auch so zum Snacken, wie auch immer, habe ich zwei Becher Mini-Mozzarella gekauft. So, dann durfte noch zweimal wieder Cremosano mit. Das ist ja diese pflanzliche Creme, leichte Creme zum Kochen. Habe ich zweimal gekauft. So, dann habe ich seit langem mal wieder was mitgenommen, weil ich da unfassbar Bock drauf hatte. Und zwar ist das der Ei-Brotaufstrich mit Schnittlauch von der Lidl-Eigenmarke. Den hatte ich jetzt schon so lange nicht mehr, aber heute ist er mir ins Auge gestochen. Dachte ich, den nimmst du jetzt mal wieder mit. So, und zum Schluss von den Kühlprodukten, also ihr seht, das war jetzt gar nicht so viel, habe ich noch die Streichzarte und gesalzene Butter. So, weiter geht es mit Obst und Gemüse. Da habe ich einmal einen Kopfsalat mitgenommen, den werden wir heute auf die Sandwiches legen und den restlichen Salat gibt es dann morgen. Jawohl, dann habe ich ein paar Bananen mitgenommen. So, dann, jetzt muss ich mal gucken, hier ist nämlich alles durcheinander, habe ich einmal Champignons mitgenommen, diese weiße Riesen, steht da jetzt drauf, oder? Doch, weiße Riesen, waren auch im Angebot für, ich glaube, 1,11 €, also war relativ günstig. Für das Nasi Goreng habe ich Lauch gebraucht, habe ich zwei Stangen gleich mitgenommen. Also das Rezept, was ich mache, kommt eigentlich nur eine Stange rein, aber Lauch essen wir eigentlich ganz gerne.
So, dann habe ich Tomaten gekauft und die habe ich eingepackt, weil die alle einzeln waren. Und naja, genau, Tomaten. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel Gramm. Ich glaube, das interessiert aber auch niemanden, oder? Dann habe ich drei rote Paprika zum Kochen. So, dann... Nee, finde ich jetzt ein Restset. Machen wir erstmal so weiter. Ich habe Mandarinen entdeckt und habe mal 6 Stück mitgenommen. Also ich weiß nicht, ob sie schon schmecken. Das sind die ersten für dieses Jahr, die wir kaufen. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt hoch und hoffe, dass es schon was sind. Dann habe ich 4 Salatgurken geholt. 2 so zum Snacken, 2 brauche ich für einen Gurkensalat. Ihr seht, ich bin auch ein bisschen nass. Es schüttet wie aus Eimern draußen. Ey, ich sag's euch, bis ich eben den ganzen Kram verräumt hatte. Und dann war ich ja wieder zu Hause, musste den Kram wieder ausräumen. Und dann war ich klatschenass eben. So, ich habe noch einen Sack Äpfel gekauft. Die waren auch diese Woche im Angebot. Und 2 Kiwis. Genau, so, das war Obst und Gemüse. Und ihr wisst ja, ich kaufe immer noch mal ein bisschen nach, so wie es halt leer geht oder gebraucht wird. Dann geht es weiter mit dem nächsten Korb und der ist echt prall gefüllt. Unter anderem habe ich von Barilla die Macaronis mitgenommen. Auch die sind diese Woche im Angebot für 1,45 Euro. Da kann man echt nicht meckern. Dann habe ich mitgenommen ein Vollkorn-Sandwich-Toast. Celine meinte, dass ich das mal wieder kaufen soll, weil sie sich so andere Sandwiches im Sandwich-Maker halt machen möchte. Yes, das durfte mit. Dann habe ich einmal ein... Es heißt nicht Weizenbrot. Ich weiß nicht mehr, wie es jetzt bei Lidl heißt. Auf jeden Fall habe ich über die App auch hier, ich meine, 33% gespart oder waren es so 20? Ich weiß nicht, auf jeden Fall habe ich gespart. Dann für den Vorrat habe ich dann wieder von Liken ein Brot gekauft, wie immer das Bauernmilch. Das kennt ihr ja mittlerweile eigentlich alle, ne? So, dann, nee, wir machen erstmal hier weiter insgesamt. Habe ich 6 Pakete Milch. Ich räume sie jetzt nicht alle aus, lasse jetzt einfach mal im Körbchen drin. So, für Sophie habe ich dann wieder das Dinkel Sandwich Toast geholt. So, und jetzt liegt was auf dem Herd, deshalb piept es hier. Also, nee, Moment. Ich muss mich hier einfach mal ganz kurz so ein bisschen organisieren. Es geht sofort weiter. So, die Sophie hat noch Schlafanzüge und neue Unterwäsche gebraucht. Und da kam es mir ganz gelegen, als ich nämlich gesehen habe bei Lidl, dass die das alles von Paw Patrol diese Woche im Angebot haben. Genau, also wie gesagt, das kam mir sehr gelegen und deshalb habe ich da ein bisschen was eingekauft. Also wir haben einmal 2 Schlafanzüge von Paw Patrol. Ich habe jetzt auch direkt in der Größe 122, 128 geholt. Das wird wahrscheinlich noch so ein bisschen groß sein. Aber 110, 116 wäre schon zu klein gewesen. Genau, da habe ich diese beiden Schlafanzüge. Dann hatten die noch von Tom und Cherry, ich weiß nicht, ob ich euch das auch mal gezeigt habe, Socken im Angebot. Die habe ich euch, nee, die habe ich letztens schon mal gekauft. Ich kann heute nicht reden, gell? Oh, ich sag's euch. Auf jeden Fall, genau, habe ich jeweils 2 Paar Tom und Cherry Söckchen gekauft. Einmal in gelb-blau, einmal in weiß-rot. Dann haben wir sie hier noch in rosa und hier in gelb und blau für jeweils 1,99 Euro. Also da kann man überhaupt nicht meckern, ne? So, dann, weswegen ich eigentlich, ja, ne, bei Lidl was kaufen wollte, Unterwäsche. Aber irgendwie fehlt mir ein Päckchen. Ich habe nämlich 3 Pakete geholt, aber ich sehe irgendwie jetzt gerade nur 2. Also ich hoffe, das andere taucht noch auf. Genau, Unterwäsche. Jetzt wisst ihr auch, warum ich diese Woche nämlich mehr ausgegeben habe. Ebenfalls in 122, 128 und das ist jeweils so ein ganzes Set. Hat 3,99 Euro gekostet, ne, mit Unterhose, Unterhemd. Auch da 2 verschiedene Farben. Also ich hoffe, das andere taucht irgendwie noch auf. So, und dann habe ich noch gesehen, ein Kleid oder jeweils ein Kleid mit Leggings. Auch das in 122, 128. Und ich kann euch empfehlen, wenn ihr auch Paw Patrol Kleider kaufen wollt, rennt zu Lidl, rennt. Also letzte Woche bin ich auch gerannt, da gab es nämlich die Gummistiefel, die blinken. Gefüttert waren sie auch noch für gerade mal 10 Euro. Da war ich direkt morgens um 7:30 bei Lidl. Da steht jetzt noch unfassbar viel, da auch Regenkleidung, hätte ich nicht gedacht. Aber das Paw Patrol Zeug, was es ab heute gibt, war schon fast komplett leergefegt. Ne? Also das ist Wahnsinn, wie schnell das Zeug ausverkauft ist, wenn es hier um Paw Patrol geht. So, dann habe ich noch mitgenommen ein Päckchen Milchbrötchen, hat sich die Sophie mal wieder gewünscht.
Dann ein Gläschen Rotkrautduft noch mit. Dann habe ich einmal noch Remoulade gekauft. Jawohl, ja. So, dann war was im Angebot und zwar von Monster. Und ihr wisst ja, die Celine trinkt ganz gerne ab und zu mal so einen Energy Drink. Den habe ich ihr dann mitgenommen. Weil ich der Celine das mitgenommen habe, habe ich dem Janis dann auch was geholt. Und zwar von Paulana eine Spezi. Ich weiß nicht, ob er die jetzt trinkt. Der Janis, der liebt es nämlich, die Spezi, auch von Paulana, aus den Glasflaschen zu trinken. Ja, deshalb, die Dose ist ja eigentlich nichts anderes. Deshalb habe ich die dem einfach mal mitgenommen. Und dann habe ich hier noch einen Energy Drink mit Wild Power. Ich habe keine Ahnung, was das für einen ist. Also ich kannte den nicht. Gekauft habe ich den auch nur, weil es den gratis gab. Ja, das heißt, ich habe mal einen Schnick gekauft. Also den gab es gratis. Kann man sich auch in der App den Coupon aktivieren. Dann habe ich Tomatenmark geholt. Moment. Insgesamt 2 Tuben brauche ich diese Woche zum Kochen. Und dann einmal Basmati-Reis. Auch der war so ein bisschen günstiger, weil man mit der App auch hier wieder sparen konnte. Also ihr seht schon, das lohnt sich wirklich. Die Verkäuferin hat mich auch gleich nach der App gefragt, weil sie gesagt hat, ich sehe da einige Produkte. Ich hoffe, sie haben die App. Selbstverständlich, weil man kann wirklich viel sparen. Ich meine, manchmal ist auch was drin, wo ich denke, nö, das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Aber im Großen und Ganzen lohnt die sich wirklich. So, dann habe ich ganz, ganz viele Schoketten gekauft. Denn die waren im Angebot diese Woche. Und zwar waren die um 50% reduziert. Und da meine ganze Meute ab und zu mal ganz gerne Schoketten isst, habe ich da einfach mal ein bisschen was für den Vorrat mitgenommen. Ich hoffe, dass es auch tatsächlich für den Vorrat ist und nicht nächste Woche nichts mehr da ist. Kann nämlich auch mal passieren. Mitgenommen habe ich einmal mit Latte Macchiato. Wäre dann ein Paket für mich. Dann habe ich einmal für Kinder mitgenommen. Die essen aber nicht gerne die Kinder, die essen mir alle gerne. Da ist ja so eine Milchcreme drin. Dann, Moment, das muss ich erstmal sortieren. Habe ich zweimal Nougat gekauft, dann zweimal mit Haselnüssen, die isst der Christian am liebsten. Und mit weißer Schokolade, mag die Sophie momentan total gerne, die steht voll auf weiße Schokolade. So, jetzt muss ich mal gucken, ich habe hier noch ein weiteres Körbchen und tatsächlich ist bis jetzt aber das weitere Paket Unterwäsche nicht aufgetaucht. Also ich hoffe, das kommt noch. Ja, echt ein bisschen doof, gell? So, ich habe noch ein bisschen Pflänzchen gekauft. Insgesamt durften da 2 Stück mit. Och, ich mag das total gerne, aber ich habe leider den Namen vergessen. Ist es Heidekraut? Ich meine ja, aber ganz sicher bin ich mir jetzt nicht mehr. Eins habe ich mir schon eingetopft, das steht schon draußen im Flur. Und ich dachte, ich mache jetzt noch eins für hier in die Küche. Und eventuell will ich noch eins auf dem Balkon auf den Tisch stellen, dass es da auch ein bisschen schön herbstlich aussieht. Ich will auch doch schon die ganze Zeit Herbstdeko machen. Ich habe euch ja gesagt, ich glaube, ich überspringe es dieses Jahr, aber irgendwie habe ich doch Lust drauf, das so ein bisschen ja, gemütlich zu machen, bevor es losgeht mit der Weihnachtsdeko. Oh Mann, jetzt steht wieder was am Herd. Und ja, dazu müsste ich Kastanien sammeln, Nüsse sammeln, ne? so ein bisschen Kram, was man halt so braucht. Aber wir finden dieses Jahr nichts. Ich zeige es euch mal. Der Christian war jetzt 3-mal los mit der Sophie, um Kastanien zu sammeln. Und ja, das ist alles, was er ergattern konnte. Das ist gerade mal ein Händchen voll. Also ist echt traurig, gell? Jetzt weiß ich ja auch nicht, mache ich jetzt Herbstdeko, mache ich jetzt keine? Ja, weil ich habe halt einfach verschiedene Ideen, die man halt mit Kastanien machen kann. Aber es ist halt blöd, wenn man keine kriegt, gell? Ja, also ich habe noch 2 Baguette-Brote gekauft für die Sandwiches heute. Und ich glaube, ach so, nee, da ist noch was. Oh Gott. Einmal Kartoffeln, einen Sack. Und ansonsten sind da jetzt nur noch die restlichen Pakete Milch drin, die ich euch eben gezeigt habe. Ja. Und die Unterwäsche ist tatsächlich nicht mehr aufgetaucht. Seltsame Dinge geschehen hier, oder? Da muss ich mich gleich nochmal auf die Suche begeben. Ja, aber das war es jetzt auch von mir. Das war unser großer Wocheneinkauf für das, dass ich echt nicht viel gebraucht habe. Naja, so ist es halt manchmal, gell? In diesem Sinne, ihr Lieben, hoffe ich, euch hat der Food Haul gefallen und freue mich wie immer über euer Däumchen nach oben, über euer Feedback hier unten in den Kommentaren. Und ich lasse es jetzt besser, weil ich habe das Gefühl, ich kann heute überhaupt nicht quatschen. In diesem Sinne, wir sehen uns in den nächsten Tagen zu einem neuen Video wieder. Und dann zeige ich euch nämlich auch den Geburtstagsvlog, aber vorher kommt noch was anderes. In diesem Sinne, bis dann, ciao.